Buongiorno a tutti, für alle Tierfreunde aus Italien und natürlich für die Schweizer Tierfreunde. Grüezi miteinander. Ich freue mich sehr, dass ich heute Dobi und eine so eine wichtige Veranstaltung mit so vielen wunderbaren Menschen teilnehmen kann. Und wir haben auch Glück mit dem guten Wetter. So, aber trotz meiner tolle Schweizerdeutsch-Kenntnis schwätze ich ab jetzt auf Schriftdeutsch, damit mich meine Landsleute auch verstehen können. An den beiden Sätzen habe ich echt lange geübt. Wahrscheinlich sind viele Fehler drin gewesen, aber trotzdem, ich werde irgendwann den Dialekt aus St. Gallen noch verinnerlichen. Ein paar Sätze zu meiner Person. Ich bin seit 1997 für Tierschutz und für Tierrechte unterwegs, quasi hauptberuflich. 2006 ging ich in die Politik. Ich habe mich für Tierrechte, Klimaschutz und Menschenrechte eingesetzt. Und die letzten 5 Jahre war ich Abgeordneter im Europäischen Parlament in der Fraktion der konföderierten Linken. Im Parlament war ich bekannt als The Man with the Black Beret oder als Mr. Animal Welfare. Manche nannten mich auch The Living Legend, weil ich manches fertiggebracht habe, was andere nicht fertiggebracht haben. Manche Kollegen nannten mich auch The Red Rabbit, weil ich mit einem Report für Mindeststandards für die Kaninchenhaltung der Kommission richtig auf den Nerv gegangen bin. Ich war Mitglied im Umweltausschuss, im Ausschuss für Menschenrechte, im Agrarausschuss und im Ausschuss für die Gleichberechtigung der Frau. Darüber hinaus war ich in vielen, einigen Delegationen für die asiatischen Staaten, für Korea, Südkorea, Nordkorea, für China und so weiter. Ich musste als Abgeordneter eben viele Fernbeziehungen eingehen, obwohl Fernbeziehungen für mich als Mensch und als Mann eigentlich gar nicht so mein Ding sind. Und ich war Vizepräsident der Intergroup of the Welfare and Conservation of Animals und Gründungsmitglied der MEP for Wildlives. Aufgrund der abgrundtiefen Ignoranz in Brüssel, was Tierschutz, Umweltschutz und Klimaschutz betrifft, naja, in anderen Beziehungen sind sie auch ignorant, war ich permanent auf Angriffsmodus geschaltet. Und deshalb sieht man bei mir auf der Facebook-Seite ganz wenige Bilder, wo ich lächele oder sogar lache. Was gibt es noch zu erwähnen über mich? Naja, ich lebe seit fast 21 Jahren vegan. So, genug über meine Person. Danke, danke für den Applaus, dass ich 21 Jahre vegan lebe. Das war gar nicht so einfach. Eine kurze Anekdote dazu. Vor 20 Jahren ging ich auf eine Alm im Sommer Kurzurlaub und da wollte ich was Veganes essen. Und dann kam die zu mir, die Bedienung, und hat gefragt, was kann ich Ihnen bringen? Da habe ich gesagt, ich bin Veganer. Und da hat die gefragt, woher kommt's? Ich komme nicht von Vega. Ich bin ein Veganer. Aber so war es damals. Das war unendlich schwer. Gut. Also, genug zu meiner Person. Wer mehr wissen möchte, kann sich hinterher mit mir unterhalten. Ich bin gerne bereit, mit euch Gespräche zu führen. Als Abgeordneter im EU-Parlament wurde mir schnell klar, wie das EU-Parlament, die Kommission und der Europäische Rat funktionieren oder eben nicht funktionieren, was Tierrechte betrifft. Ich will euch heute darüber berichten, welche Fortschritte im Tierschutz in Brüssel erzielt wurden oder nicht erzielt wurden. Ich kann als Insider beurteilen, wie die Chancen stehen, dass wir in den nächsten Jahren Verbesserungen im Tierschutz sehen
wie die Damen und Herren in Brüssel zu der Idee des Veganismus und der Tierrechte stehen oder auch nicht. So, wie sieht es in der Europäischen Union im Bereich der Tierschutzgesetzgebung aus? Neue Tierschutzgesetze belasten in der Regel den Agrarsektor, weshalb Christdemokraten und Sozialdemokraten, deren hauptsächliches Augenmerk auf Wirtschaftswachstum und Profitmaximierung gerichtet sind, koste es, was es wolle, natürlich wichtige Berichte, die den Tierschutz betreffen, einfach vom Tisch fegen. Sie können dann beispielsweise den Entwurf einer neuen Tierschutzregelung so verändern, dass die Hühner- und Schweinebarone und die Rinderbarone keine finanziellen Einbußen haben oder sogar noch davon profitieren. Und wie der Agrarausschuss, also der Ausschuss der Landwirte, auf Tierschutz zu sprechen ist, das dürfte jedem von euch klar sein. Der Ausschuss für Landwirtschaft, der eine fortschrittliche Tierschutzregelung auf die Beine bringen könnte, ist, gelinde gesagt, ein Skandal. Fast jeder zweite Abgeordnete in diesem Ausschuss ist selbst ein Landwirt oder hat in irgendwelchen Branchen gearbeitet, die mit der Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion zusammenhängen. Das heißt, die Landwirte schreiben ihre eigenen Gesetze selbst. Und deshalb kommt so wenig aus Brüssel für Tierschutz und Tierrechte zustande. Und ihr könnt sicher sein, der Landwirtschaftsausschuss hat einen enormen Einfluss auf die gemeinsame Agrarpolitik der EU und damit auch auf Regelungen für die Haltung von Nutztieren. Ich sage das in Gänsefüßchen. Für die Haltung von Nutztieren, aber auch auf die Subventionen, die für die Landwirtschaft gezahlt werden. Es gibt hier einen klaren Interessenskonflikt. Klar, wo schon U viel hat, der bekommt noch mehr. Auf Deutsch, wer viel hat, der bekommt noch mehr. Der größte Bauer mit dem größten Misthaufen, da geht das Geld hin. Die reichen Rinder- und Schweinebarone und die Hühnerbarone werden reicher von Brüssel gemacht. Die kleinen Familienbetriebe bleiben auf der Strecke. Das ist der sogenannte sozialpolitische Aspekt aus Brüssel. Eine Schande ist das. Der Agrarausschuss ist ein Selbstbedienungsladen, in dem man richtig Knete ziehen kann. Und das scheint weder die Kommission noch die Wähler in der Europäischen Union zu interessieren. Es ist kein Wunder, dass im Bereich Landwirtschaft seitens der Lobbyisten mit ganz harten Bandagen gekämpft wird, denn es geht um enorm viel Geld. Wahnsinniges Geld. Ein Großteil des EU-Haushaltes wird nämlich für Agrarsubventionen ausgegeben. Von euren Steuergeldern. Von euren Steuergeldern. Von 2014 bis 2020 sind 312,7 Milliarden Euro für Direkthilfen für die Landwirte eingeplant. Zusätzlich 95,6 Milliarden für die Entwicklung der ländlichen Räume. Stellt euch das vor. Fast 50% des gesamten EU-Haushaltes geht in die Agrarpolitik für eine tierfeindliche Politik. Und dafür zahlen wir Steuern. Schande! Etwa 20% der Landwirte, vor allem Großbetriebe und Betriebe mit Massentierhaltung, erhalten 80%
dieser Subventionen. Und diese Massentierhalter haben natürlich kein Interesse, sich ihr Geschäft durch zusätzliche Tierschutzstandards beeinträchtigen zu lassen. Also fließen hohe Summen der gezahlten Subventionen wieder in Form von Spenden an die Parteien zurück, die sich für die Landwirte einsetzen. Das ist der europäische Wirtschaftskreislauf der besonderen Art. Oder wie die Schweizer sagen würden, a perfectly fetterly Wirtschaft. Der umweltpolitische Aspekt ist, dass der Erhalt von Subventionen von der Fläche der Betriebe abhängig ist. Egal ob der Betrieb tierfreundlich oder umweltfreundlich oder nachhaltig arbeitet. Natürlich hängt die Vergabe von Subventionen auch von der Einhaltung bestimmter Auflagen ab. Aber gerade einmal 1% der Empfänger der Subventionen werden von der EU kontrolliert, ob sie die Auflagen einhalten oder nicht. Gerade einmal 1%. Das heißt, Brüssel macht es seinen Bauern gezielt leicht, nicht so genau hinzuschauen, wenn es um die Einhaltung von Tierschutzgesetzen geht. Erwischt werden ist unwahrscheinlich, die Strafen sind gering. Und oft droht nur der erhobene Zeigefinger. Die Chancen, dass es Verbesserungen im Bereich Tierschutz gibt oder dass man Tierrechte und Veganismus in Brüssel ernst nimmt, tendieren aktuell gegen Null. Ich kann euch leider nichts anderes sagen nach 5 Jahren als EU-Abgeordneter in Brüssel. Es tut mir wahnsinnig leid. Wer für Tierschutz und Umweltschutz in Brüssel kämpft, kämpft gegen Giganten und muss mit allen möglichen Tricks arbeiten, um irgendwie nur voranzukommen. Ich habe 2 Berichte durchs Parlament gepowert. Bei einem ging es um die Verwendung und den Umgang mit dem hochgiftigen Quecksilber, weil mir das besonders wichtig war, denn Quecksilber zählt zu den 12 nicht giftigsten in der Natur vorkommenden Substanzen. Mein Quecksilberbericht ist mittlerweile europäisches Recht. Ihr habt es mir zu verdanken, dass seit dem 1. Januar 2019 Schwangere und stillende Mütter und Kinder bis 15 Jahre keine quecksilberhaltigen Amalgamfüllungen mehr in die Löcher der Zähne bekommen, wenn sie krank sind. Und dass man Quecksilber bei der Einlagerung und bei der Verwendung ziemlich strikte Auflagen erfüllen muss. Ich wurde für meinen Gesetzgebungsvorschlag von der World Alliance of Mercury Free Dentistry als Parlamentarier des Jahres 2017 geehrt. Im anderen Bericht ging es um Mindeststandards in der Kaninchenmast. Rund 300 Millionen Kaninchen werden in der Europäischen Union jedes Jahr gezüchtet und geschlachtet. 98% dieser Tiere leben in Batteriekäfigen. In Batteriekäfigen, das muss man sich vorstellen. Die Hühner sind längst raus aus diesen verfluchten Käfigen. Und die Kaninchen leben immer noch darin. Es gibt keinerlei europäische Regelungen für die Kaninchenmast. Auf meinen Bericht zur Einführung von Mindeststandards für den Kaninchensektor bin ich wirklich stolz. Die Christdemokraten versuchten, meinen Bericht vom Tisch zu fegen, indem sie alternativ einen viel schwächeren Bericht ganz kurz vor der Plenarsitzung herausgebracht haben. Der übermächtige Landwirtschaftsverband Copacoceca stellte mich sogar als Lügner hin, einige Tage vor der Abstimmung im Plenum. Doch durch meine Lobbyarbeit bei meinen Kolleginnen und Kollegen konnte ich die Christdemokraten isolieren und sie mussten eine richtige Schlappe hinnehmen und gingen unter, richtig unter. Und mein Bericht ging mit großer Mehrheit durchs Parlament. Danke. Aber
Aber was macht die verfluchte Kommission? Leider reagierte der zuständige Kommissar Ioannis Andriukaitis nicht auf das deutliche Abstimmungsergebnis. Mit lapidaren Ausreden versuchte er, die unbeschreiblichen Tierquälereien, die sich in der Kaninchenmast zuspielen, Tag für Tag, er versuchte das einfach vom Tisch zu fegen. Mein Bericht war ja nur ein Initiativbericht, der von mir ausging und nicht von der Kommission oder vom Ministerrat. Mit dieser Begründung war es dem Kommissar Andriukaitis möglich gewesen, den Report nicht umzusetzen, das ist konform mit den EU-Regeln. Also mit anderen Worten, Achtung, Kinder, die Ohren zuhalten, Scheiß auf die 751 Abgeordneten und das Abstimmungsergebnis. Andriukaitis hat keinen Bock darauf. Die Kommission und der Rat machen, was sie wollen und nicht, was die Abgeordneten, was die gewählten Abgeordneten der europäischen Mitgliedstaaten festlegen und entscheiden. Und das ist doch eine Schande, das hat doch gar nichts mehr mit Demokratie zu tun. Darüber müsst ihr euch klar werden. Leute, ich war stinksauer und ich bin immer noch stinksauer. Ich habe Kommissar Andriukaitis gesagt, Herr Kommissar, von jetzt an wird nicht mehr verhandelt. Ich habe ihm gesagt, schreiben Sie es jetzt auf. Hiermit erklärt Stefan Bernhard Eck dem Kaninchensektor in Europa den Krieg und ich werde Sie alle zugrunde richten. Ich werde Sie alle in den Ruin treiben. Das lassen wir uns nicht gefallen. Und dann haben mein Team und ich mit einer europaweiten Kampagne begonnen. Und ich bin wahnsinnig stolz. 11 Monate später ist der Kaninchensektor in Europa um 7,2% eingebrochen. In Italien um 12%, in Frankreich um 10,2%. Und die Portugiesen und die Spanier müssen jetzt um Subventionen bitteln, damit sie noch am Leben bleiben. Aber wir werden sie vernichten. Und natürlich wird dieser Kampf weitergehen, bis der letzte Mastkaninchenbetrieb zugemacht hat. Ich habe 4 Seekontainer voll mit zig Tonnen an Informationsmaterial. Die werden verteilt in ganz Europa, in verschiedenen Sprachen, bis dieses Unrecht zu Ende ist. Dafür habe ich jetzt den Verein Animal Defense Alliance gegründet, der europaweit arbeiten wird. Und wir werden dort zuschlagen, wo es weh tut, nämlich am Geldbeutel der Tierausbeuter. Wir werden so lange Druck ausüben gegen die Tierquäler, bis ihnen die Luft ausgeht. Wir werden sie Tag und Nacht hetzen und verfolgen wie ein Rudel von Wölfen, bis diese profitgierigen Mäster nicht mehr können und aufgeben. Denn wenn Unrecht zu Recht wird, dürfen wir nicht untätig bleiben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir heute hier stehen, dass wir heute hier versammelt sind und diesen Tag im Angedenken an die Würde der Tiere verbringen. Der Animal Pride Day ist ein enorm wichtiges Signal an die Bevölkerung. Wir lassen die Tiere nicht allein. Wir rebellieren gegen dieses System des Unrechts und wir bekämpfen es, bis wir siegen werden. Die Animal Defense Alliance wird aber auch andere Themen anpacken, wie das Kükenschreddern oder Tiertransporte oder die Massentierhaltung. Vielleicht hat der eine oder andere von euch Lust, an meiner Seite mitzukämpfen. Meldet euch nachher bei mir. So, abschließend ist zu sagen,
dass wir uns auf die Politik hinsichtlich Verbesserungen im Tierschutz nicht verlassen können, obwohl der Vertrag von Lissabon unter Artikel 13 besagt, bei der Feststellung und Durchführung der Politik der Union in den Bereichen Landwirtschaft, Verkehr, Binnenmarkt, Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt tragen die Union und die Mitgliedstaaten den Erfordernissen des Wohlergehens der Tiere als fühlende Wesen in vollem Umfang Rechnung. Ha, 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 kann ich nur sagen als Europaabgeordneter. In Wirklichkeit ist das doch nur ein schändliches Blablabla. Und wir Wähler glauben das noch. Hierzu ein Zitat von Kofi Annan, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen. Alles, was das Böse benötigt, um zu triumphieren, ist das Schweigen der Mehrheit. Aber wir werden nicht mehr schweigen. Jetzt ist es Zeit, dass wir aufstehen. Wir werden nicht schweigen. Wir schreien unsere Wut hinaus. Wir werden aktiv. Und es werden jedes Jahr mehr Menschen, die sich uns anschließen. Mein Credo lautet, wenn die Politik versagt, dann müssen wir es in die Hand nehmen. Also steht auf und kämpft, leistet Widerstand. Damit meine ich nicht den Widerstand vom Sofa aus, über Facebook, sondern leistet Widerstand auf der Straße. Gebt nicht auf, auch wenn ihr das Gefühl habt, vor dem Matterhorn zu stehen und Angst habt, es niemals zu schaffen, diesen Berg zu bezwingen. Denn auch das Matterhorn wurde bezwungen. Wer nicht aufsteht und kämpft, hat den Kampf bereits verloren. Und zum Schluss möchte ich euch ein Gedicht meines Lieblingsphilosophen vorlesen, das ich immer dann lese, wenn mein Mut müde wird. Kommt, meine Freunde, noch ist es nicht zu spät, eine neue Welt zu suchen. Denn ich will weiter segeln über den Sonnenuntergang hinaus. Und obwohl wir nicht mehr die Kraft besitzen, wie in alten Tagen Himmel und Erde zu bewegen, sind wir dennoch, was wir sind. Noch immer sind wir Helden, deren Herzen im Gleichklang schlagen. Zwar schwächt das Schicksal uns von Zeit zu Zeit, doch stark ist unser Wille zu streben, zu suchen, zu finden und nicht zu verzagen. Meine lieben Freunde, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch allen einen schönen Nachmittag und am Abend noch eine tolle Party. Tschüss, macht's gut und kämpft für die Tiere, sie brauchen uns. Und wir stehen auf und sind bereit. Ja.